Hey, ihr da! Wer in 5 Sekunden nicht draußen ist, bleibt bei Toni! Du hast recht. Sie sind wirklich hochintelligent. So, und da sind wir wieder. Im letzten Teil war ja auf nicht sehr nette Art und Weise ein bisschen Thunfisch geholt von Janoschs Mutter. Jetzt geht's schon wieder zum schwimmenden Schwarzmarkt. Komm, kitty, 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 kitty. Komm, jo. Zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadget-Shop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Du meinst du? Naja, erstmal ein bisschen Thunfisch, dann zeigt uns den Weg. Komm, kitty, 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 kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Was? Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. In Deckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchendualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Da passen wir nicht durch. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Aber Goal vielleicht. Was vielleicht hey, Goal! Alles gut bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Passt du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Da schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Macht schön die Augen auf. Mit dir schwabbelt dabei ja was. Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Yep. Jetzt können wir hier reingehen. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Bingo! Na dann, wir haben ja gewonnen. Ich mein Gewinn hey, haben. Du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Ich. Danke. Torpedo-Ausrüstung. Ach ja, wir haben ja noch Bananen. Hier ist der Bananenkrümmer. Hehe, sauber. Das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich Mutter Natur dabei helfe, ihre Designschwächen auszubügeln. Dann möchte ich jetzt hier erstmal nach Easter Oberst.
Toll, jetzt regnet's. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Ich stecke erstmal eine Banane rein, damit die Kacke ausgeht. Das ist nicht der Auspuff. Auspuff, steck eine Banane rein. Aha, gelten? Gerade Banane. Jetzt schließen wir da. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. Das ist wohl das Lavawasser. Hallo. Müsste genug Strom drin sein im Generator. Sicherheitshalber. Stell ich mal das Flashbang hier hin. Der perfekte Platz für mein Jacuzzi. Natürlich ist noch kein Wasser drin. Ja, super. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Genau das, was mir fehlt. Auf einer Insel mitten im Meer. So, ich glaube, ich wäre erstmal zurück zu dort. Der Teil ist nämlich kaputt. Der Dämmer wurde vom Sturm runtergeschossen. Wo ist er denn? Da. Doggy. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich, du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! So. Ich hätte gerne die andere geholt. Nein, Hier, ich schenke dir einen Zettel. Hier, das wirst du brauchen. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Du hast recht, das klappt so noch nicht. Stell ich mal das Becken. Hey, Goal, alles gut bei dir? Nicht wirklich, ich habe Angst. Ich bin ja wach. Kannst du dich nochmal in das Planschbecken stellen? Nochmal? Na klar. Und jetzt? Abwarten. Wenn dein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht aufgehen. Weil du von einem Blitz getroffen wirst. Was? Bleib so. Ich bin gleich wieder da. Schön. Du bist ein echter Freund. Warten, nicht reden. Na, fuck. Du hast... Boah, ich vergesse was. Die haben ja den Schuh und Goon wollte einen Schuh. Beziehungsweise sollte er einen Schuh essen. Ab nach Porta Fisco. Hier, ich hätte gern... Meinen Schirm. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor.
Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey, Moment mal. Das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Der arme Gun. Häng das mal bitte da. Dafür brauche ich kein Glück. Ich kann mich voll... Lotto spielt, sondern nur... Ah ja, wir brauchen nur was. Machen wir die Klappe auf. Vielleicht schaffen wir es noch diese Folge. Dann macht da bitte den Stromumkehrer rein. Passt. Da fehlt was. Klappe zu. Dann bitte den Diesel in die Tank füllen. So, der Tank ist Zeit für... Ja, Tank. Und jetzt bitte Knopf drücken. Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Nein, einer meiner Duftbäume. Duftbäume einsammeln. Ich finde einfach mal so Duftbäume geklaut werden. Nach hinten, dann Gulli auf. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Ey. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Banane. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Ey! Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Na, den Delfinen scheint es ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Scheiße. Komm, Fischi, Fischi. Was soll das denn? Na was schon? Ich befreie die armen Fische aus deiner Tyrannei. Das sind keine Fische, sondern hochintelligente Meeressäuger. Ach ja? Hey, ihr da! Wer in 5 Sekunden nicht draußen ist, bleibt bei Toni! Du hast recht. Sie sind wirklich hochintelligent. Also? Hallo. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihm die Sprache verschlägt. Mach die Kacke aus, die nervt. So. Jetzt haben wir Eis, jetzt kriegt ihr die Torpedoausrüstung. Alle dressierten Meeressäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern, Flossen hoch! Ja.
Stolz. Na dann bringen wir in der nächsten Folge die Sendeeinrichtung wieder vor, Mann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.